Hier gibt es noch was Drittes. Okay, warte mal. Wasser. Was ist das? Aufheben bitte. Das ist so ein Geschenk. Also hier im Dingens, die Truhe ist ja leer. Aber die glitzert immer noch. Hier Kokosnüsse. Okay. Zeig Gaston, was du gefunden hast. Geben. So. Gaston, ich habe ein paar Sachen in deinem Lager gefunden, während du ein Nickerchen gemacht hast. Nickerchen? Nickerchen sind für Kinder. Ich hatte eine mächtige und wohlverdiente Pause. Super. Während du dich ausgeruht hast, habe ich zwar den Gewölbeschlüssel nicht gefunden, aber dafür diese... Ach, das sind von... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe sie noch nie gesehen. Klingt irgendwie so, als wären es deine. Was? Ich mach dich nicht lächerlich. Ich spiele nicht mit Handwerkgegenständen. Ich jage und mache andere Dinge, die viel Kraft erfordern. Warum die Kokosnüsse? Warum nicht? Wir sollten als nächstes mein Schiffswrack durchsuchen. Dein was? Schiffswrack. Vor langer Zeit habe ich mein Zuhause verlassen und bin auf der Suche nach Abenteuern zur See hinausgefahren. Aber mein Schiff wurde während eines Sturms von Kurs abgebracht und geriet in eine riesige Flutwelle. Dank meines natürlichen seemännischen Talents und meines beeindruckenden Körperbaus, oh Gott, habe ich überlebt. Die Welle drückte mein Schiff weit ins Landesinnere, in diese seltsame Wüste. Seitdem regiere ich hier. Es tut mir leid, Gaston. Es muss wirklich hart sein, hier festzusitzen. Festsitzen? Ich sitze nicht fest. Ich bin der Herrscher von Gastonia. Warst du überhaupt nicht einsam? Nun, ich... Schau, Herr Pitti, dieses ganze Gerede über Gefühle ist Zeitverschwendung. Wir müssen meine Suche fortsetzen. Mein Schiffswrack liegt in der Ödnis, aber ich komme nicht durch diese verflixten Zeitrisse. Sie tauchten plötzlich auf und stellten sich mir in den Weg. Ich kann mit den Zeitrissen umgehen. Überlass das mir. Ich muss nur noch mehr Nebel für meine Sanduhr besorgen. Gut, kümmere dich darum und wir treffen uns dort, wenn du den Weg frei machst. Ödnis, 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 Ödnis. Hier. Dann haben wir bestimmt hier und hier ein Tor. Ich guck mal, was das kostet. Und dann gehen wir mal den Dagobert Quest. Da warte. Ja. Der kostet 4000. Und der auch. Also das, die werden wahrscheinlich beide gleichzeitig aufgehen. Die 4000 hatte ich doch jetzt, ne? Nee, doch nicht. Habe ich mir nicht mehr aufgehoben. Naja, aber das dauert ja nicht mehr lange. So, Dagobert, dann lass uns mal deine Geschichte hier zu Ende machen. Und zwar... Aufgaben... Was auch immer das hier ist. So. Die ernte ich erstmal. Und den Brokkoli.
Dann holen wir noch mal Samen. Okay. So. Kehre zu Dagobert zurück. Der lief da auch irgendwo rum hier. So, dann holen wir noch mal 10. Hey, du! Kaufen. 10 davon. Kaufen. Ich will immer links klicken. Und 10 davon. Yeah! So, hier haben wir jetzt alle. Hier fehlen noch diese Kaktusbären. Die werden sicherlich auch irgendwo in der Wüste sein. Das mit dem Fleisch, das ist mir noch ein Rätsel. Und das wird auch noch irgendwo sein. Und wie wir da dran kommen, weiß ich noch nicht. So, ich will nachpflanzen. Baue 5 Gemüse an, jawohl. Und ach, dieses Ding hier. Junge. So. Okay. Ach, da ist er, Dagobert. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Ja. Sei gegrüßt, Nachbar. Hast du das wachsende Geld angepflanzt, wie ich es dir geraten habe, Pitti? Das habe ich. Hast du noch mehr Tipps? Das habe ich. Und es ist der Kracher. Ich habe die Insel erkundet und mich an meine Abenteuertage im Yukon erinnert, als ich eine Entdeckung machte. Auf dieser Insel arbeiteten früher allerlei uralte Maschinen, die sich um die Insel kümmerten. Welche Arten von Maschinen? Nun, es scheint eine ganze Reihe von ihnen gegeben zu haben. Ja, die kann ich an diesem anderen Tisch bauen, ne? Da habe ich schon Sachen gesehen. Ich werde mir das mal ansehen. Ich lasse dich wissen, was ich finde. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe deine Arbeit nicht vergessen, mit der du die Insel der Ewigkeit bereits zu mehr Wohlstand gebracht hast. Hier ist etwas für deine Mühen. Bei meinen Abenteuern auf der Insel habe ich ein paar wertvolle Edelsteine gefunden, die nützlich für dich sein könnten. Ja, stimmt. Hervorragende Arbeit. Mir fehlen ja noch sowieso andere Edelsteine. Die muss ich ja hier auch noch irgendwo abbauen können. Das. Aber hier ist ja auch noch. Okay. Die Ruinen muss ich noch freischalten. Aber von den Biomen her. Warte mal, wir gucken mal. Sammeln. Hier fehlen mir auch nur noch Schuppen. Blumen. Die lila Kaktusblüte fehlt noch. Das ist, die muss ich irgendwo in der Wüste finden. Da haben wir auch alle Blumen gefunden hier. Und wie gesagt, Schuppen. Ich habe noch. Weiß ich nicht. Edelsteine. Genau, hier sind noch die ganzen neuen Edelsteine. Ob es hier auch. Das sind ja nicht wenig. Ob ich da irgendwie, ob es hier auch eine Mine oder sowas gibt, bin ich mal gespannt. Also das, auch die ganzen Rezepte, die mir noch fehlen. Ja, okay, da kann ich dann wahrscheinlich wieder im Internet gucken und das alles nachkochen.
So, dann lass ihn mal ganz kurz, dann gehen wir gleich wieder zu Rapunzel. Bist du klein oder groß? Ich kann das bei den Dingern immer alles klein. Nur nicht so richtig einschätzen. So. Okay. So, dann will ich die Aufgabe. So, ich muss mal gucken. Verkupplungsmagie, Sonnenuntergang. Das sollten wir vielleicht mal machen, ne? 18 Uhr. Obwohl, das müsste sich ja von ganz alleine ergeben, oder? Ich muss mal, glaube ich, zum Strand. Also ich nehme ja an, dass das hier die Zeit ist. Ah, die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Weil nicht, dass ich dann da nächstes Mal nicht um die Zeit spiele oder streame. Und dann dauert das Ewigkeiten, bis ich dann den Quest da fertig kriege. Stell dir mal vor, du hast nie Zeit, um 18 Uhr zu spielen, weil du beruflich immer 18 Uhr arbeitest oder so. Also das sind so Sachen, die finde ich ein bisschen blöd. Okay. Dann. Das war doch Schillender Strand, ne? Irgendwo, aber ich weiß nicht mehr wo. Soll bis 18 Uhr warten, 17.58 Uhr. Gucken wir doch mal. So, noch eine Minute. Ich sehe aber auch nichts. Ich gucke immer wieder auf die Computeruhr jetzt, immer noch 17.59 Uhr. Ja, jetzt ist 18 Uhr. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
stehst du im Weg. So. Ja, dann weiß ich auch nicht. Es ist hier jetzt auch nicht Sonnenuntergang. Ich weiß es nicht. Dann mache ich erstmal die anderen Quests. Ich weiß nicht, was der will. So, dann war ich doch hier. Dann gehen wir mal zu... Wenn wir sowieso gerade hier sind. Jetzt will ich aber erstmal Energie auftanken. Ich bin gerade immer überlegen, habe ich schon immer Ranken an der Wand gehabt? Sehe ich heute zum ersten Mal bewusst. So. Das wollte ich eh verkaufen. Glänzender Endlosstein. Gut, dann haben wir noch einen Endlosstein. Blume. Da siehst du, davon habe ich keine 6, aber hiervon habe ich 6. Da muss ich dann mal gucken. Fliegenfalle. Ich nehme erstmal eine. So. Raus. So. Das. Dann hier. Cool, Brokkoli. Ne, das habe ich alles. Das sind Datteln. So. Lager öffnen. So, der Kohl, Brokkoli ist neu. Die Dinger sind auch neu. So, und dann muss ich das noch verräumen und das. Das. Das, das. Okay, so. Also. Lichtung des Vertrauens. Wenn wir schon mal da sind. Das ist ein bisschen größer. Oh Gott! Die hat dir die Stimme geklaut. Nicht schon wieder. Wahre Liebe! Macht ist der einzige Schlüssel zu wahrem Glück. Was ist gerade passiert? Sprich mit diesen Dorfbewohnern. Oh, hallo, Schatz. Diese intrigante, untalentierte Meerhexe. Das war alles eine Falle. Ich schwöre, sie hat mir etwas weggenommen. Sie nahm keuch die Musik meiner Gesangsstimme. Hm. Mi, mi, mi. Ah, sie ist weg. Meine wunderschöne Stimme. Oh, das werde ich ihr heimzahlen. Bitte nicht, das wird alles nur noch schlimmer machen. Ich bringe deine Stimme zurück, das verspreche ich dir. Du bist noch hier? War nur Spaß. Entschuldigung. Pitti, irgendetwas stimmt nicht. Ursulas Verzauberung. Ich glaube, Ursula hat deine Gesangsstimme gestohlen. Schnell, sing ein Lied, um es zu testen. La. 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 Oh nein.
Ich schaffe es nicht, einen einzigen Ton zu singen. Mach dir keine Sorgen, Mirabelle. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Adios. So. Cuídate. Christoph hier auch noch irgendwo? Ja, da vorne. Hey! Der Auftritt mit Ursula. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Also keine Panik, aber ich glaube, Ursula hat deine Gesangsstimme gestohlen. Was? Das ist unmöglich. Ah, Dore, mi, ich kann nicht. Sie hat meine Gesangsstimme gestohlen. Oh nein. Mein Freund Sven wird ziemlich sauer sein. Er liebt unsere Duette, aber hey, es hätte auch schlimmer kommen können. Ich kann immer noch Musik machen. Mach dir keine Sorgen, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Hey, danke. Kehre zu Ursula zurück. Ist sie noch hier? Da. Mutter weiß mehr. Vergiss das nicht, Schatz. Aber die stand doch eben hier. Bin ich jetzt blind? Ich bin doch nur die Treppe hochgegangen. Ey, wie kann die denn so schnell... Ihre Gesichter, als der Zauber funktionierte. Das war unbezahlbar. Warum würdest du das tun? Ich brauche Unterstützung für die Stimme. Nur die Stimmen. Es ist nicht nötig, dass Sänger dabei sind und möglicherweise die Show stehlen. Du musst das in Ordnung bringen, Ursula. Uff, wenn es dich wirklich so sehr stört, okay. Da du darauf bestehst, werde ich ihnen ihre Stimmen zurückgeben. Ja. Aber es wird einige Zeit dauern. Der erste Zauber war anstrengend. Komm in einer Stunde zu mir und wir lassen deine kleinen Freunde wieder trällern. Okay. Was für eine riesige Überraschung. So. Wir gucken weiter. Ach so, ich musste einfach nur warten. Okay. Dann will ich mal kurz... Kokosnüsse besorgen. Oder Wally, wo war denn der jetzt? Ich gehe mal in sein Haus. Ich wollte ja eigentlich noch Rapunzel weitermachen. Ui! Die Verkupplungsmagie. Wally, es ist an der Zeit. Bist du bereit zu sehen, wie ihr Zusammentreffen ausfallen wird? Ja! Yeah. Bist du aufgeregt? Yippie! In Ordnung, ich gehe rüber. Aber pass auf, dass du dich nicht einmischt, okay? Wally! Du neigst manchmal dazu, überdreht zu sein. Vielleicht solltest du aus der Ferne zu sehen. Lass Merlin und Mutter Gudel einfach ihr Ding machen. Oh. Und nun, dreh einfach deine Erwartungen runter, okay? Ach so, ja. Oh, es sieht so aus, als kämen wir gerade rechtzeitig. Die arme Pflanze. Ah. Mal sehen, in unserer letzten Geschichte haben wir etwas über unsere Hauptperson gelernt. Sie arbeitet hart und versucht, ihr Zuhause zu verbessern. Allerdings ist sie sich nur zu bewusst, dass etwas in ihrem Leben fehlt. Aber lass uns schauen, was als nächstes passiert. Eines Tages wurde der Roboter von einer Vision der Schönheit beglückt. Oh!
Sie war glänzend und sauber, im Gegensatz zum Roboter, der durch seine Arbeit abgenutzt und verschmutzt war. Der Roboter war verblüfft, so etwas Schönes hatte er noch nie gesehen. Ah! Es fiel nicht schwer, der Vision ein Geschenk und zwar den seltensten und kostbarsten Schatz zu geben. Dieser Teil ist unleserlich, aber ich denke, das Geschenk ist eine wunderschöne Blume. Wow! Aber ein furchtbarer Fluch wurde auf die Vision der Schönheit gelegt. Ah! Hey, ich lese nur vor, was hier geschrieben steht. Der Roboter weinte, als er sah, dass sein Herz von ihm gestohlen wurde. Nein. Ja, es ist ein wenig traurig, aber manchmal haben Geschichten auch traurige Seiten, damit der Erfolg noch größer wird. Hä? Ich fürchte, das sind alle Seiten, die ich gefunden habe. Deine Pflanze sieht aber schon besser aus. Ich wette, dass sie durchhält, während ich den letzten Teil der Geschichte suche. Aufgabe! Ich muss sagen, irgendetwas an dieser Geschichte klingt vertraut. Ich kann nur noch nicht genau sagen, was. Vielleicht wird es klarer, wenn wir den nächsten Teil finden. Ja, Mensch, das ist die Geschichte von Wally und Eve. Ich werde die sonnige Ebene und die eisigen Höhen als nächstes überprüfen. Vielleicht können wir die letzten Seiten dort finden. Juhu! So, Moment. Verkupplungsmagie. So, dazu.